Ihre schönsten Urlaubsziele? Unsere schönsten Urlaubsziele. Oh, das ist jetzt schwierig. Eine Zeit lang war es Magdeburg, aber jetzt wohnen wir hier. L.A., New York, weil ich schon mal da war und es total toll war. Was genau ist toll an L.A. und New York? Generell alles, das Feeling da und die Stadt an sich ist total schön. Ja. Und ansonsten natürlich Ostsee. Sehr gerne an die Ostsee. Mein Lieblingsurlaubsziel ist die Ostsee. Ja. Ahlbeck. Ja. Weil es da schön ist, gemütlich, man kann immer baden gehen und wir haben niedliche Enkel. Also ich finde einfach die Ostsee schön. Wir fahren gerne an die Ostsee. Und im Ausland könnten wir noch empfehlen Kasachstan. Und da haben wir Ukraine. Die Ukraine auch, ja. Wieso? Ja, weil wir da ganz tolle Erlebnisse hatten. Wir waren in der Steppe mit dem Jeep, wir waren im Canyon. Es war einfach toll. Also man kann dort super Urlaub machen und auch zu Hause. Südtirol. Das ist Italien und alles spricht Deutsch. Mallorca. Kurze Flugstrecke, immer schönes Wetter, nette Leute, gutes Essen. Alles bis auf Ballermann natürlich. Wenn Sie mich auf dies Jahr ansprechen, sage ich unser Grundstück, unser Haus, unsere Terrasse. Mein Lieblingsurlaubsziel liegt in Asien, haben Sie richtig angesprochen. Wo und warum? Eigentlich alle asiatischen Länder, von Indien angefangen bis hin nach Kambodscha. Warum? Warum? Weil die Menschen dort sehr viel Lebensfreude haben und weil die einfachen Dinge des Lebens so zählen. Ansonsten haben wir gehen auf die 90, Mensch. Wir haben uns die halbe Welt schon angeguckt. Also Magdeburg ist auf jeden Fall weit oben. Nein, also wir kommen tatsächlich nicht von hier und wollten eigentlich nach Berlin. Unser Auto hat Stopp gemacht, jetzt gucken wir uns Magdeburg an und machen das Beste draus, würde ich sagen. Hamburg oder generell so in Deutschland, Städte. Warum? Naja, also erstens, ich bin jetzt nicht so die Person, die gerne irgendwo ins Ausland fliegt. Und ja, ich finde eigentlich richtig interessant, so eine Art Lernreise zu machen und ein bisschen was über die Städte zu lernen. Es war in Österreich, Kleinwassertal und Kanada. Und warum? Ja, erstmal Kanada wohnt mein Bruder. Und Kleinwassertal ist hervorragend. Landschaftlich, freundliche Menschen, nettes Hotel, klein, familiengeführt. Kann man nicht besser wünschen, Louis. Amerika, Mount Shasta, also Kalifornien, Mount Shasta, weil ich da meinen Austauscher gemacht habe. Okay. Ihr beide schließt euch an? Ja, auch. Amerika ist schon cool, aber wir waren auch oft in Griechenland, also Griechenland ist auch schön. Ja, irgendwas mit Sonne und Strand, oder nicht? Sonne und Strand klingt gut. Ja. Also meinst du irgendwie noch in Europa oder nicht mehr in Europa? Nee, eher nicht mehr Europa. Sowas so Richtung Australien, so Ozeanien, da irgendwas. Aber es kommt halt auch darauf an, was man haben will. Wenn man ein bisschen Unterhaltung will, dann muss man halt tatsächlich so irgendwie Amerika oder sowas nehmen. Hawaii wäre mal cool. Warum? Warum nicht? Ich reise nicht viel, also kann ich im Moment nichts zu sagen, wirklich nicht. Also ich bin nicht so viel rumgekommen. Ja, das Schönste war eigentlich der letzte Urlaub in Österreich. Da waren wir ganz oben auf einer Alm und ja, das wollte ich schon immer mal machen. Im Endeffekt nachts hatte ich Angst, aber am Tage war es wunderschön. Eigentlich mag ich die ganze Welt. Aber mein Lieblingsreiseziel ist vielleicht... Nee, das kann ich gar nicht so sagen. Der asiatische Raum so allgemein, einfach weil es anders ist als hier und man mal andere Sachen erlebt. Also einigen wir uns auf eins? Wir einigen uns auf Amerika, Kalifornien, hast du alles so ein bisschen. Ja, wir sagen mal die USA. Ja, ja, die Westküste USA sagen wir. Ja? Alles klar, dann viel Spaß in den USA. Ciao. Also ihr habt bloß Urlaub im Kopf. Ihr wart doch lange Zeit zu Hause gewesen. Nee, es geht eigentlich darum, welchen Urlaubsort Sie am schönsten finden. Ich war schon lange nicht mehr in Urlaub. Haben Sie denn damals einen schönen Urlaubsort gehabt, wo Sie öfter waren? Drei Anonen. Im Harz, ja. Wieso? Urlaub, ihr habt nur Urlaub im Kopf. Ich war doch wochenlang zu Hause, habt ihr Urlaub gehabt? Urlaub, Urlaub, Urlaub. Tut mal was für die Gesellschaft. Arbeitet mal mehr. Alles klar, danke.